Hallo zusammen und willkommen zurück bei Rockaby. Ich spiele heute Last of Us Remastered. Ich glaube mal, da muss ich nicht erzählen. Die meisten werden es schon kennen. Ich habe es noch nicht gespielt, denn die PS4 habe ich ja erst 2 Monate. Von daher steige ich neu ein. Klar, habe schon einiges gehört, einiges gelesen, aber noch nicht gezockt. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Es ist noch nein, heute. Nein, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Happy Birthday. Du redest von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Biest. Ist was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Ich werde mich mit den Kommentaren etwas zurückhalten. Sicher bei Gelegenheit, klar, aber ansonsten würde ich die ganzen Dialoge übersprechen. Ich glaube, das ist in dem Fall nicht besonders sinnvoll. Also genießt einfach das Spiel und ich versuche, mich etwas zurückzuhalten. Gute Nacht, meine Kleine. Du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Okay, Onkel Tom hat uns geweckt und zwar mitten in der Nacht. Oh oh. Was ist denn da los? Schauen wir mal, was los ist. Was liegt da? Verdammt. Habe ich total vergessen. Oh. Wurzeltagskarte vergessen. Dear Dad, let's see. You never around you. Made the music. I'm into you. Practically. Oh Leute, lest das selber. Happy Birthday, Pops. From Sarah with love. Lass mich mal im Zimmerchen ein bisschen umgucken. Ob es noch was gibt. Okay, gehe ich einfach mal hier zur Tür raus. Es ist Dad? Ziemlich ruhig im Haus. Was ist hier? Badezimmer. Und da liegt eine Zeitung. Admittance Spikes at Area Hospitals sagt mir jetzt nichts. Und mein Übersetzungswille ist gerade ziemlich gering. Daddy? Daddy. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Wo bist du? Uns
erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas auf. Okay, eine Sondersendung von NBC, wem auch immer, oh lala. Was war das? Okay. Dad! Gehen wir mal runter. Dad! Was ist bloß los? Ja, was ist bloß los? Auf jeden Fall ganz schön viel Polizei unterwegs. Aber, ach ja. Ein Telefon. Handy. Handy liegt da. 8 Anrufe. Oh. Verdammt, wo bist du? Und kein Signal. Ruf an. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Okay. Was ist hier los? Oh, hier ist Dad. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. Guck Dad hin. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Ja. Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh ja. Oh Gott. Ich glaube, sie sind krank. Dad! Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Oh oh. Jimmy, ich warne dich. Nein! Oh. Ich glaube, wir haben Jimmy erschossen. Geh. Ich glaube, wir laufen weg. Du hast ihn erschossen. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Ja, ab hier. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Meins, lasst uns einfach kommen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas? Sagst du mir, was passiert ist? Später. Was ist hier los? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar. Ja. Machen wir das Radio an. Danke. Weg. Die 71 nehmen. Viele sind dann gestorben. Abhauen hier. Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Ja, ich glaube, Sarah braucht keine Details. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Oh, da brennt eine Farm. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Oh, wenn nicht, ist er mächtig gegrillt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hm. Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Na, dann hoffen wir mal, dass alles gut ist. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joe. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Tja. Mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Unser soziales Hilfe-Vergnügen hört schon auf und wird geringer. Das Motto heißt, rette die eigene Haut. Ich glaube, hier wollen alle den gleichen Weg benutzen, weil die Stau bis zum Horizont. Und die sehen nicht so aus,
als wenn sie gut gelaunt wären. Also, ja genau. Ich will mal einen anderen Weg lang. Ja, habe ich. Dreh hier, dreh hier. Oh, überall voll. Nein, die sehen noch gesund aus. Ich versuch's ja. Nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Da zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Sind überall. Ja, da rennen sie noch. Oh, Kacke. Okay, jetzt müssen wir irgendwie die Scheibe hier rauskriegen, genau. Raus mit dem Ding. Und raus aus der Karre. Schön aussteigen. Oh, oh, oh. Das sieht aber nicht nett aus. Danke, Tommy. Okay, gib mir die Hand. Na komm, raus hier. Was ist denn? Mein tut weh. Mist, wir müssen jetzt rennen. Ich glaube, wir sollten hier abhauen. Genau. Okay. Ich glaube, wir bewegen uns etwas schneller. Er ist tot. Schau mal davor, ich hab keinen Plan, wo ich lang muss. Mach die Augen zu, Kleines! Oh, oh. Oh. Oh, mitten in die Tanke. Da lang, okay. Leute, abrennen. Nicht hinsehen, Sarah. Jo. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Genau. Guck Dad an. Ja, komm. Okay, dann lauf mal da. Oh Mann. Ich bring dich hier raus. Versprochen. Halt. Hier weiß man ja nicht, wer hier noch gesund ist. Na ja gut, wer noch halbwegs normal rennt, könnte gesund sein. Alles explodiert hier. Na komm, wohin, wohin, wohin? Wo lang? Durch die hohle Gasse, okay. Ja, dann mach mal Türchen auf. Los! Und nur? Rechts, links. Ah, Scheiße. Na, hau ab. Okay. Wir sind fast da, Kleines. Ja, wir sind bald da, ist gut. Ola, die sehen alle hungrig aus. Mach, dass ihr wegkommt. Okay, hier lang. Gut. Na, dann hier rein. Bewegung! Ja, ich bewege mich da. Oh, oh. Los zum Highway! Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Danke, Tommy. Wir treffen uns dort. Ja, ja, wir gehen ja schon. Oh, der hat's. Hier sind überall welche. Wir sind fast da. Okay, da oben ist der Highway. Komm hier. Dad? Ich hab so das Gefühl, ich sollte mich nicht umgucken. Okay. Der Schuss kam von vorne. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Naja, typisch Militär. Nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir. Es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ah. Ja, Sir. Das interessiert... Glauben Sie mir, wir sind gesund. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Das interessiert das Militär nicht. Scheiße. Oh, wow, 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 wow. Oh, oh, ich glaube, jetzt brauchen wir... Hilfe. Okay. Onkel Tommy ist da. Oh nein. Haben wir Schwein gehabt. Sarah... Oder auch nicht. Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß.
Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Oh.